So. Drache kann raus. Hier rein, da rein und weiter nach Papier suchen. Wobei ich schon fast den Verdacht habe, dass wir nicht genug Papier in der Bücherei finden werden. Und dann in die alten Bereiche zurückgehen müssen. Genauso wie wir ja auch für die Dingensbummens, für die Blutegel zurück müssten, theoretisch. Aber ja, gucken wir uns hier erstmal zu Ende um. Da rechts hatten wir alles. Beim Shop war auch nichts. Bei den... Drache ist toll. Einfach hinterrücks Leute mit dem Feuerball beschießen und die merken nichts. So. Zang, zang, zang. Warum liebst du immer noch? Oh, ist komisch. Drache, go, go, Power Drache. Halten extrem viel aus. So, da oben links ist auch noch so ein Stück Karte, was man nicht sehen kann. Ist das hier schon aufgehellt? Nö, ist es nicht. Wir haben richtig viele von den Schriftrollen. Ich benutze meine. Benutzen. Genau, also von oben kommen wir da hin runter. Gucken wir nochmal nach. Oh, wir kommen da nicht nach oben. Yeah. Okay. Dann müssen wir nach links und müssen hier nach oben. War das nicht der Boss? Na gut, gucken wir nochmal. Da hoch, rechts rum. Wir müssen hier eh noch nach oben für die Krähen. Genau, hier noch. Oh, warte mal. Wenn wir hier nach rechts gehen, müssen wir zu dem Ritter kommen, den wir vorhin nicht erreichen konnten. Genau. Hallo. Keine Geheimtür. Komm schon. Klopf ihn weich. Klopf ihn weich. Jo. Weich klopfen erfolgreich. Oh. Weich klopfen. Weich klopfen. Dreh dich um. Drachi. Komm. Nicht Drachi töten, du. Das war Drachi. Eis. Wir hatten noch ein paar von den Lebensdingern gekauft, richtig? Nee, haben wir nicht. Oder wir haben sie schon verbraucht. Oh. Oh, da oben sind noch... Oh, hier sind jede Menge von den Papierdingern. So, Pfeil und Bogen. Flop. So, kaputt. Einmal Papier. Wir sind schon bei 150 von 200. Also könnten wir doch alles hier erledigen. Und hier war schon Secret, okay. Unten brauchen wir einen Hammer. So, und der Ritter dreht sich gleich um. Super Gelegenheit. Wow. Oh, oh, oh. Ja, und er ist nicht unbedingt die beste Wahl, um gegen Eisritter zu kämpfen. So, da rein. Wir haben ganz schön viele Lebenspunkte. 5. Unsere grünen Essenzen sind bald alle. Oh, ich habe nicht so wirklich Lust, grüne Essenzen farmen zu gehen. Na, gucken wir mal. Erstmal Hammer in die Hand. Oh. Blowing. Sehr schön. Wir hätten gerne dich. Dich. Und es fehlen noch 22 Stück. Und hier sind die Raben. Da bräuchten wir eigentlich Fröschli, aber wir haben keinen Wiederbelebungsdingens. Diebstahl. Ich hätte ihn gerne wieder. Da ist schon mal eine schwarze Feder. So, den Ring wieder anziehen, bevor ich das näher vergesse. Wo ist der Ring? Unser Inventar ist sowas von zugemüllt. Verstümmelskriegergeist. Da. Ausrüsten. So, perfekte schwarze Feder haben wir. Wo kriegen wir jetzt die Tinte her?
Schwarze Tinte. Müssen wir jetzt Raben ausquetschen? Das wäre irgendwie komisch. Da war nichts. Ist der Raumkarte nicht verfügbar? Ich glaube, ich benutze mal noch eine von diesen auffälligen Dingern. Genau, einfach nur zu gucken, ob da oben links vielleicht irgendwo was ist, aber ist nicht. Hm, okay. Geheimwände hatten wir hier auch schon gecheckt. Dann halt runter. Und runter. Genau. Wo müssen wir noch was machen? Hier haben wir schon. Waren wir schon in allen Türen? Nach links ging es weiter, aber da war nichts. Außer da ist jetzt irgendwo Tinte versteckt. Hier ist nichts mehr. Außer der Stapel Bücher ist da irgendwas. Nee. Okay, also rein, einen nach oben. Falsch. Okay, rein, nochmal einen nach oben, rechte Tür und dann nach unten. Alter Schwede, so. Kisten kommen mit. Du führst uns jetzt zum Ausgang. Karte nicht verfügbar, okay. So, liegt hier irgendwo Tinte rum? Das wäre doch ziemlich unwahrscheinlich. Nö, nö. Nö, und hier braucht man Schlüssel. Oh, da ist ein Leiter. War die Leiter auch schon vorher da? Ja, war sie. Man braucht hier nämlich immer noch den Schlüssel des Turms. Na gut. Tür, Tür, alles wieder zurück. Wir gehen einfach nach und nach den Bereich hier im Osten weiter durch. Hellen jeden Raum auf, den wir finden. Und gehen durch ganz viele Türen. Warte mal, wenn wir von hier aus jetzt nach... Irgendwo konnte man noch von oben runterfallen. Hier könnte das gewesen sein. So, geh mal weg. Genau du. Geh schön da hinten hin. Brenne. Ja komm, geh weg. So, zack, zack. Zack, zack. Oh, man kann die echt einfrieren. Obwohl die gefroren sind. Geil. Oh, hallo du. Wir machen echt fast gar keinen Schaden mit unserem Feuerball, weil wir vorher nicht geskillt haben. Das ist schade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lalala. So, gespeichert. Einmal zu Zoran. Der uns bestimmt wieder... Hey, gut gemacht. Danke, kleiner blauer Ball des Todes. Genau, Zoran, der uns doof anguckt, weil wir schon wieder diese Funken des Lebens kaufen. Diesmal auch gleich ein paar mehr, damit wir nicht so oft hier hin müssen. Rolle der Weissagung. Ach komm, davon kaufen wir uns auch mal zwei, drei Stück. Miem, 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 miem. So, ist okay. Und ich benutze gleich mal eine Rolle der Weissagung. Bogenmeisterschaft, Arkanimmunität, Nahkampfimmunität. Wir haben so viel Gerümpel dabei. Wo war die Bank? Habe ich die Bank irgendwo eingezeichnet? Bank. Einmal nach rechts von hier aus, was nicht geht. Hatten wir den Teleporter zur Bank? Num, num, num. Was für ein kurioses Itemchen war das denn? Goldene Box war es nicht. Muschel ist für die Küche. Zorbox Küche, Zoros Laden. Eisengolem, stimmt. Beschwört einen mächtigen Eisengolem. Ein mechanisches Wesen, das keinen Schmerz und keinen Erbarmen kennt. Könnten wir beim Boss versuchen. Aber ich suche eigentlich jetzt den Gegenstand, mit dem wir uns in den anderen Laden teleportieren. Also in die Bank. Schlüssel kann nach da oben.
So, die Dinger können wir gleich wieder beleben. Also Drachi. Und Fröschli. Und ich weiß immer noch nicht, wo der Gegenstand ist zum Teleportieren. Magische Feder. Zur Hanabank. Okay. Nee. Du, Schnelltaste, Shift 4. Shift 4. Shift 4. So, hallo Hanabank. Moment mal. Also zum einen ist da noch ein Schlüsselloch. Was hatten wir glaube ich schon gedrückt. Zum anderen ist da oben Papier. Aber erstmal rein hier. Also alles, was wir hier hinlegen, müsste auch hier bleiben. Das heißt, wir schmeißen hin. Schlüssel zu den Gärten. Schlüssel zur Kanalisation. Schlüssel zur Mine. Das Hanabank-Schließfach-Ding sollten wir nicht hier drin lassen. Schlüssel zur Bibliothek behalte ich lieber auch erstmal. Also da sind Schlüssel. Hier sind jetzt goldene Waffen. Ablegen. 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 So. Hier am Eingang rechts packen wir die Plattenrüstung hin. Das dauert auch noch, bis wir die tragen können. So. Sieht cool aus. So. Heilkrautzeug. Die Axt können wir verkaufen. Oh, den Dolch müssen wir noch ablegen. So, ablegen. Warum kann ich den nicht ablegen? Ablegen, so. Okay, unnötige Questsachen. Komm mal hier hin. Das wären die Puppe. Ablegen. Das Feuerzeug. Was? Verwendet, um Lichter anzuzünden und Joints zu drehen. Ja. So, das leere Glas kann auch noch hier bleiben. Das leere Buch kann auch hier bleiben. So, runter. Ich lasse mal alle normalen Pfeile jetzt hier und alle Langbogenpfeile jetzt mal hier. Falls wir irgendwann doch mal welche brauchen sollten, können wir noch hierher teleportieren. Und dann kleine leere Fiole. Ich glaube, die kleinen leeren Fiolen lasse ich auch hier, weil wir ja eigentlich noch die großen benutzen. Also die mittleren wahrscheinlich. Also können die auch alle hier bleiben. Jetzt können wir ein bisschen sortieren. Du musst auch wieder belebt werden. Okay. Schon sind fast alle so davon weg. Aber gut, also Waffen. Haus. Tiere. So. Licht kann da auch mit hin. Zauberstäbe. Wichtige aktuelle Schlüssel. Tränke. Zauberschriftrollen. Ingredienzien. Und Essenzen. Munition. Oh, Fahnen ist auch ein Questgegenstand, den wir nicht mehr brauchen. So. Du kannst damit runter, du bist auch ein Questgegenstand. Du bist wichtig, du bist eine Essenz. Du wirst verkauft. Teil eines Tentakels haben wir 22. Ich glaube, davon lasse ich den Überschuss auch mal hier. Genau wie bei den giftigen Stacheln. Genau wie bei den giftigen Stacheln. Genau wie bei den giftigen... Genau wie bei den giftigen Stacheln. So, 20 davon reichen jeweils. Roter Schleim, genauso. Noch irgendwas, wo wir mehr als einen Stack haben. Ja, Augen sehen gut aus. Nö. Elfisches Ohr kann verkauft werden. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Wie komme ich jetzt hier raus, ohne das aufzuheben? So. Tada. Speichern. So. Mist. Ich hatte doch eben gerade irgendwo. Bei der Bank, genau. Shift 4. Noch eine Papierrolle gesehen, die ich haben wollte. Genau da oben. Die schnappen wir uns jetzt mal kurz. Das haben wir schon gedrückt, okay. Secret. 15 Münzen. Hm.
jetzt nicht so die Welt. Genau, diese Strahlen habe ich erwartet und nicht diese Fünferstrahlen des Todes. So. Und Blätter, es fehlen nur noch 13. Können wir uns noch irgendwo hin teleportieren, wo dann die Bücher waren? Hier sind ganz viele Schlangen und so Zeug. Aber die machen uns fast gar keinen Schaden hier. Könnten wir die Gärten ein bisschen durchforschen. Also um grüne Essenzen zurückzubekommen. Rote haben wir doch dezent. 155 Stück. Und ein doofer Dieb da oben. Nö, das sieht hier nicht so... Oh, wir haben irgendwas im Inventar. Was Schaden macht? Ne, wir sind vergiftet. Und Flattermäuse. Komm schon, Fledermausflügel.